Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese wahre Vorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Es ist Alice Madness Returns. So, wir zocken das Ganze auf der Schwierigkeitsstufe Normal und auf der Xbox One. Kurze Info vorab, ich habe schon einmal angefangen, aber nie durchgezockt. Trag Liebestöter. Also es ist nicht hundertprozentig blind. Ich habe nur keine Erinnerung mehr dran. Und außerdem jetzt, wo... Wo ist die Tür? Genau, jetzt wo Alice 3 angekündigt wurde, soll angeblich im Oktober erscheinen. Wo ist die Tür? Ach, der Locus stinkt widerlich. Ja, auf jeden Fall wird's mal Zeit, Madness mit uns durchzuzocken. So, ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Vergeudest wieder Doktorzeit? Ach, hier. Ich hab mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? So, wir sollen also Tabletten holen. 10 Jahre in der Klapsmühle. Drücke RS, um Ego-Perspektive zu wechseln. Ah, ja, okay. Es gibt also auch eine Ego-Sicht. Wohin? Wir müssen erstmal raus und Tabletten holen. So gut fürs Irrenhaus. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. LT? Ah, mit LT kann ich also Dinge... Dieses Gebuddel ruhig. Fixieren. Hier kannst du nicht durch. Die Ausdruck.
Okay, geh außen rum. Der Lärm ist so dicht, man könnte einen Haus draufbauen. Ja, also Alice Madness Returns ist so etwas wie Alice im Wunderland in Crazy und abgedreht. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Was, arbeiten? Zu fein für uns. Ja, nee, lass mal. Arbeiten muss jetzt echt nicht sein. Nicht um diese Uhrzeit. So. Erstaunlicherweise laden die Texturen ein wenig nach. Finde ich seltsam, da wird das Game so alt ist. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Aber okay. So, wir sollen jetzt immer noch die... Was ist denn da los? Das wird die Schwelle sein. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon. Wir brauchen ja eh unsere... Tabletten oder sollen wir der Katze folgen? Wo ist diese Katze jetzt hin? Offenbar sollen wir ihr folgen. Warum auch immer. Oh, Moment. Jedes Wesen muss letztlich sterben. Ja, stimmt. Katze ist weg. Wir gehen mal hier durch. Da ist sie. Sollen wir ihr jetzt einfach noch folgen? Ich dachte, wir sollen irgendwelche Tabletten holen. Lust auf einen richtigen Job? Kein Wimmel wechseln. Besser, als wie sich auf und solche Waffen können. Aber irgendwie triggert mich das Viech. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ah. Ich hab den Schwur verstanden. Der war ganz gut. Sonst ist man ja dem Kaninchen in den Bau gefolgt. Hier ist es diesmal eine Katze. Ja, okay, warum nicht? Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben, ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Okay, und schon sind wir doch ziemlich fertig nervlich. Aber alles klar. Kein Wunder, oder? Und wo sollen wir denn jetzt hin? Sollen wir einfach hier rüber? Ja gut, die Stadt sieht ziemlich runtergekommen aus. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir deine Kehle befeuchten.
Schiffe, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie nicht erkannt? Was würde anfangen? So ein bisschen. Aber offenbar sind wir jetzt zurück im Wunderland. Naja, Hufeisenkette und bei der Brosche am Rücken ist ein Totenkopf. Gefällt mir. Die Frage ist eine aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Tal der Triden. Super, sie eben nur sagen wollte. Sind wir jetzt... tatsächlich hier oder ist das eine Wahnvorstellung? Oh, wir haben einen Doppelsprung, ja? Okay. Und was ist das? Ich hänge hier fest. Erinnerung wieder erlangen. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Ah ja. Ein halber Frosch. Oh, drücke A, um zu springen. Das hab ich schon selber rausgefunden. Ja, Moment mal, ist in der Ecke was? Ich denke mal, wir werden jetzt so eine Art Tutorial hier durchlaufen. Vermutlich. Interessant. Fliegende Dominosteine. Ich glaube nicht, dass wir hier am Anfang großartig viel entdecken können. Drücke Atemsprung, um zu wirbeln. Ja, das ist der Doppelsprung, den ich gerade rausgefunden habe. Ich denke, wir sollen hier einfach nur rüber. Was wäre, wenn ich da unten gelandet wäre? Ist da was? Oder? Ich denke nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Viel zu leichtsinnig. Ich bin zwar ein Kerl, aber hey, ich bin auch leichtsinnig. Oh, was? Das ist das hier so ein... Ah ja. Jump-Pad-Pilze. Ja, warte, hier ist was. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Hier ist ein Schlüsselloch, kann ich da rein? Nein? Sie wird zu groß für irgendwie. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe, so wie... den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive.
Halte LB, um zu schrumpfen. Oh. Okay. Ja, warte mal. Da oben war doch auch ein Schlüsselloch. Die Frage ist nur... Kommen wir da wieder hoch? Oder nicht? Wo war das überhaupt? Keine Ahnung. Wir nehmen erstmal das mit. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ah! Ah! So sind die Zeichen weg. In geschrumpft ändert sich auch die Sicht und wir sehen seltsame Zeichen. Okay. Nennt sich also Schrumpfsinn. Stand doch jedenfalls gerade. Hallo? Kann ich da durch? Ah. Ach, das ist das Schlüsselloch von eben, oder? Nee, das ist ja das von eben. Da, wo ich eben zurück wollte, müssen wir jetzt wahrscheinlich, ja, sowieso hin. Hä? Was haben wir denn da gerade eingesammelt? Oh, hier ist noch was. Ja, wir werden natürlich versuchen, möglichst viel zu finden. Nur ob wir alles finden, keine Ahnung. Wir werden es probieren. Ui. Hä? Verdammt, da unten war noch was. Verflucht. Ah, wie steuert man das? Kann ich auch bremsen oder so? Ja, so ein bisschen. Der Anfang ist etwas seltsam. Erst sind wir in dieser Stadt unterwegs, dann werden wir durch eine Turbo-Mutanten-Oma hier ins Wunderland zurückgebracht und jetzt haben wir ein etwas eigenwilliges Tutorial. Wir können ja erstmal hart upstrafen. Ah, ja, passt. Egal. Ey, haben wir hier nicht angefangen? Und warum ist hier überall Blut? Ah, kommt von dem toten Viecher. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Wir haben Waffen? Oh, da wird's ein Action-Schnitzner, ja? Die Vorpalklinge. So. Füge Einzelsinn im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Okay. Drücke X, um anzugreifen. Ah ja. Und wen? Wir können auf jeden Fall die Dinger zerbröseln. Relativ schnelle Angriffe auch. Also eine Erinnerung oder sowas. Jetzt zeigt mir was an, aber da ist doch gar nichts. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst. Ja, wir wollen gewinnen. Wobei, auch wenn man verliert, gewinnt man immerhin an Erfahrung. Ah. Das war zu viel Weisheit für heute. Einfach irgendwie hart abluten. Dann machen wir das doch auch mal. Achso, ohne Klinge wären wir gar nicht hier durchgekommen. Ah, okay. Wieso zeigt er die ganze Zeit dahin? Da ist doch gar nichts mehr. Und da taucht hier noch irgendwo ein Gegner auf, oder was? Nö.
Okay. Ah, tauchen wir doch noch Gegner auf. Schleichender Verfall. Ah ja. Anvisieren und kann ich auch anvisiert irgendwie ausweichen oder so? Ach so, RB. Ah. Reagiert ein bisschen verzögert, das Ausweichen. Alles klar. Geht das auch, wenn wir... Ja. Es geht auch, wenn wir den Gegner fixiert haben. Okay. Alles klar. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Naja, so hässlich sind sie jetzt auch wieder nicht. Naja, wohl doch. Aber sie können nichts. Gut, ich bin es jetzt auch nicht, aber das ist ja nichts Neues. Okay, das Fighten müssen wir noch ein bisschen üben. Wenn irgendwie das Ausweichen scheint mir etwas verzögert zu reagieren, aber okay. Gut. Weiter geht der Weg, aber der Weg geht erst beim nächsten Mal weiter. Bis denn dann und ciao.